Ich begrüße euch zu diesem Review auf meinem YouTube-Kanal Repair & Mehr. In diesem Review zeige ich euch, wie ich meinen Bandschleifer selber gebaut habe und was ihr dafür braucht und wie einfach das ist. Das zeige ich euch, los geht's. So Leute, das erste, was ihr euch überlegen müsst, wie wollt ihr euren Bandschleifer antreiben? Ich habe es mir ganz einfach gemacht. Ich habe hier diesen Doppelschleifer genommen, habe auf der linken Seite hier den groben Schleifstein entfernt, weil ich den eigentlich überhaupt nicht brauche. So, und das habe ich mir erstmal alles abgebaut, das heißt den Schutz und den Stein abgebaut. Und dann hatte ich schon eigentlich eine perfekte Welle mit Motor. Und jetzt ging es darum, ein Antriebsrad zu bauen, was auf diese Welle raufpasst und was auch groß genug ist, um nachher den Riemen das Schleifband anzutreiben. Hierbei ist wichtig, dass diese Seite Linksgewinde hat. Also versucht nicht, die Schraube linksrum lose zu drehen, sondern ihr müsst rechtsrum drehen, damit sie lose ist, weil sie halt in Fahrtrichtung die Mutter immer fester zieht. Ja, wenn ihr euren Antriebsmotor habt und wisst, wie ihr euren Bandschleifer antreiben wollt, zeige ich euch jetzt, welche Teile ihr noch bauen müsst. Wichtig ist natürlich erstmal das Schleifband. Das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Passend zur Schleifbandbreite braucht ihr natürlich so eine Rolle. Das ist eine PVC-Rolle, die dann genauso breit ist wie das Schleifband und die ist auf beiden Seiten kugelgelagert. Diese Rolle verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Dann braucht ihr eine Gewindestange, die hier dann durch diese Lager passt. Dann habe ich hier zwei Buchsen, die kommen links und rechts an die Laufrolle ran und somit habe ich einen kleinen Abstand zum Rollenhalter. Dann kommen wir auch schon zum Rollenhalter. Hier habe ich einfach Multiplex genommen und habe zum Beispiel hier unten in der Mitte eine, na wie nennt man das, so eine Einzugmutter für Holz. Da habe ich ein Loch reingebohrt und die hat sich dann automatisch reingezogen. Ist ja klar, wisst ihr, wie das funktioniert. Habe dann hier quasi diesen Lagerbock gebaut. Hier läuft dann später das Schleifband drüber. Und um jetzt das Ganze anzutreiben, habe ich mir hier dieses Antriebsrad gebaut. Ja, woraus besteht es? Auch wieder aus Multiplex. Und da ich keine Drechselbank habe, habe ich mir das quasi im Aufbauverfahren gebaut. Das sind hier, um genau zu sein, vier Schichten Multiplex. Und da habe ich mir mit der Lochreißsäge vier gleiche Stücke rausgesägt. Zwei davon haben einen relativ großen Innendurchmesser, weil hier kommt ja später nachher die Befestigungsmutter rein. Und diese muss ja auch mit einer Nuss festgeschraubt werden. Und die Nuss muss hier reinpassen. Und das hier ist das Maß der Achse vom Schleifbock. Dann könnt ihr das später ganz einfach raufschieben, legt noch eine Unterlegscheibe mit rein, könnt das Ganze verschrauben und schon habt ihr euer fertiges Antriebsrad. Und ihr müsst auch nicht ganz exakt arbeiten, denn sobald ihr dieses Rad da drauf gebaut habt, also ich habe dieses natürlich zusammengeleimt über Nacht mit extra festen Holzleim, habe die Kanten vorher alles schön angeschliffen. Wenn ihr das dann raufgebaut habt, könnt ihr das dann so machen. Ihr lasst einfach den Schleifbock mal ein bisschen laufen und dann nehmt ihr euch grobes Schleifpapier und plant damit quasi euer Antriebsrad. So habe ich das gemacht, das funktioniert wunderbar und ja, dann sind in wenigen Arbeitsschritten ist dann dieses Antriebsrad fertig. Und dann braucht ihr eigentlich nur noch hier diesen Arbeitsbock. Der hat den Zweck, hier läuft nachher später das Schleifband drüber und dann könnt ihr hier Druck ausüben und könnt so euer Werkstück schleifen. Weil wenn das jetzt in der Luft hängen würde, seht ihr ja, auch wenn es unter Spannung ist, ist es relativ instabil und es würde eigentlich nicht funktionieren. Deswegen baut euch dann so einen kleinen Bock noch. So, und wir bauen den Bandschleifer jetzt mal zusammen und dann zeige ich euch, wie das funktioniert. So Leute, die erste Unterlegscheibe kommt hier rauf. Hier ist dann so ein Gegenstück, das heißt, die Unterlegscheibe kann ich weiter nach hinten. Das ist unser Anschlag fürs Antriebsrad. Dann halte ich jetzt hier ganz einfach mal das Dings, die Welle fest, stecke das Antriebsrad rauf. So Leute, ich habe die Unterlegscheibe reingemacht. Was ich ja vorhin schon erwähnt habe, hier ist Linksgewinde drauf, das heißt also ihr setzt die Mutter an und ist ein bisschen fummelig und dann dreht ihr die Welle im Uhrzeigersinn und dann seht ihr, wenn man die Mutter dann fast festhält, ist quasi das Antriebsrad fest. Dann könnt ihr das nochmal ein bisschen nachziehen, aber das ist ja extra so gebaut, weil die Drehrichtung ist ja rechts rum von hier aus gesehen und die Mutter linksrum wird sie fester, das heißt also, sie kann sich während des Betriebs nicht mehr lösen. So, und auch, lasst euch davon nicht irritieren, wenn das jetzt so ein bisschen eiert, das macht ja nichts, das fällt nachher bei den Umdrehungen, die Maschine hat, nicht mehr auf. Im nächsten Schritt fixieren wir jetzt den Arbeitsbock, dafür habe ich hier zwei Winkel angeschraubt, ihr stellt den Arbeitsbock hier rauf, nehmt zwei Holzschrauben und dann ist euer Arbeitsbock schon dran. So, kommen wir jetzt zum Rollenbock.
Um den Rollenbock jetzt exakt auszurichten, habe ich mir hier einen Strich angezeichnet. Ich habe vorher mal die Länge des Schleifbandes abgemessen, habe dann dieses Loch hierauf übertragen. Ich habe das ganze System also quasi auf meine Werkbank gebaut. Ich hätte jetzt natürlich noch eine Unterkonstruktion machen können, damit es aber total egal ist, weil ich den Bandschleifer oft brauche, kann er ruhig vernünftig hier auf der Werkbank platziert sein. Und dazu nehme ich jetzt den Bolzen, stecke den von unten durch die Werkbank und kann dann jetzt schon den Lagerbock hier anschrauben. Ach so, ein Tipp von mir. Schraubt den Lagerbock nicht gleich fest, denn durch das Festschrauben nachher spannt sich das Schleifband und dann braucht ihr auch keine extra Bandspannung einbauen oder so, sondern durch das Festschrauben des Lagerbocks spannt sich dann das Schleifband. So. Wenn ihr den Lagerbock angebaut habt, ihr seht ja, der ist noch ein bisschen lose, kann er ruhig. Kommen wir jetzt zum Einlegen des Schleifbandes. Hierfür müsst ihr natürlich die vom Hersteller angegebene Fahrtrichtung beachten. Dann legt ihr das ganze Ding ein. Dann braucht ihr als nächstes eure Gewindestange. Steckt sie von hinten in den Lagerbock, macht dann die erste Hülse rauf, legt dann das Schleifband über die Rolle, steckt die Gewindestange weiter durch, fädelt dann hier die zweite Hülse ein, bis sie hier vorne rausguckt, und dann könnt ihr das hier vorne schon mal festschrauben. Ja, und damit ist eigentlich der Bau schon abgeschlossen. Wir machen das ganze Ding jetzt mal an und dann zeige ich euch, dass es auch rund läuft. So Leute, der Bandschleifer ist fertig, ihr habt es gesehen, es ging relativ schnell. Ich habe mich bei diesem Video für ein Review entschieden, weil ich euch nicht langweilen wollte. Das heißt, ich wollte euch nicht zeigen, wie ich eine halbe Stunde an der Tischkreissäge arbeite und hier irgendwelche Platten aussäge, wo ich euch eh die Maße nicht geben kann. Es soll ein Denkanstoß sein, um euch zu zeigen, wie ich das gemacht habe. Es ist keine direkte Bauanleitung. Und ich wollte euch auch nicht zeigen, wie ich eine halbe Stunde an der Tischbohrmaschine stehe und hier diese Räder oder diese Kreise aussäge. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Die Materialkosten für diesen Bandschleifer, wenn ihr ein bisschen Holz und eine Gewindestange zu Hause habt, kostet das ganze Ding vielleicht noch 20 Euro mit einem riesen Packen Schleifbänder schon dazu in verschiedenen Stärken. Wie gesagt, die Links unten in der Videobeschreibung. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked meine Facebook-Seite, abonniert diesen Kanal und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Repair and More. Und jetzt kommen natürlich wie immer die Outtakes. Viel Spaß! Damit ihr das auch machen könnt. Und dreht das Ganze linksrum fest.